Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Maschinki. In der letzten Folge habe ich ja hier diese Ölproduktionslinie errichtet, sprich Rohöl von hier zur Raffinerie und das Öl dann hier zu Öltokens umgewandelt. Wer das verpasst hat, in der Videobeschreibung gibt es wie immer die Playlist, da könnt ihr euch das anschauen. Jetzt fällt hier aber schon auf, wenn der Zug müsste noch Öl drin haben, genau. Wir wandeln hier schlichtweg nicht genügend Öl in Öltokens um, das heißt, wir müssen hier als erstes die Fabrik verbessern. Da ich jetzt nicht genügend Eisen habe, werde ich erstmal dieses Düngemittel, Produktion verschiedener Düngemittel aus Öl. Das verschlechtert zwar das Verhältnis, weil jetzt haben wir ja dreimal Öl zu dreimal Öltokens. Hier seht ihr jetzt, dass wir dann fünfmal Öl brauchen. Allerdings kommen nicht drei Öltokens dazu, ihr werdet es gleich sehen. So, jetzt haben wir quasi 5,5 Öl gegen 4,5 Öltokens. Das heißt, das Verhältnis ist schlechter, aber die Produktion ist trotzdem höher. Und wir können ja nicht genügend hier abladen, also macht das natürlich trotzdem Sinn. So, dann fällt auf, dass wir inzwischen eine sehr hohe Ölproduktion haben, eine sehr hohe Kohleproduktion. Eisen und Holz sieht schlecht aus, zumal wir Holz für die Gleise brauchen. Fabrikverbesserungen für Waggons, also das brauchen wir echt häufig. Da muss ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Dazu nur ganz kurz. Wir können uns ja hier die Statistik anschauen, was wir produzieren, was wir nicht produzieren. Ich finde, das ist jetzt insgesamt ein bisschen unübersichtlich. Sprich, ich würde immer empfehlen, erstmal alles auszuschalten und sich dann die Sachen einzeln anzuschauen. Und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel beim Öl, hier unten bei der Bilanz, dass das sehr gut aussieht. Wir produzieren ordentlich Öl, also wir produzieren hier natürlich deutlich mehr Öl. Abzug für Unterhalt, für die Fahrzeuge, also sprich die Dieselloks, die wir haben, verbrauchen ja auch Öl. Und da sind wir auf jeden Fall im Plus, haben einen guten Wert. So, bei Eisen geht es jetzt schon los. Wir produzieren zwar relativ gut, haben aber auch hohe Ausgaben. Gerade für den Kauf neuer Loks brauchen wir da halt immer wieder Eisen. Das müssen wir auf jeden Fall noch steigern. Kohle wiederum schaut sehr gut aus. Und bei Kohle ist auch so, Kohle wird als Fahrzeugtreibstoff, ja, ich sag mal, mehr oder weniger wegfallen. Das heißt, meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall genug. So, und jetzt haben wir hier das Problem Kind Holz, und da seht ihr auch schon, wir haben zwar stabile Einnahmen, geben aber auch viel für Fahrzeuge aus und im Endeffekt bleibt da nicht mehr viel übrig. Also Holz und Eisen müssen wir auf jeden Fall erweitern, vor allem Holz. Zweitwichtigstes würde ich Eisen sagen. Ja, und beim Geld gibt es sowieso keine Probleme. Das brauchen wir zwar auch hier und da, aber wir produzieren oder besser, wir verdienen ordentlich Geld. Also wie gesagt, jetzt hier in dieser Folge auf jeden Fall Holzsteigerung. Vorher noch ganz schnell, die Streckenbaumission haben wir abgeschlossen. Wir sollten 200 Schienenstrecke, baue 200 der Schienenstrecke. Also 200 Felder mit Schienen belegen haben wir gemacht. Können wir uns die Belohnung abholen. Liefere Öl innerhalb eines Jahres an eine beliebige Fabrik. Du kannst die Aufgabe wiederholen. Du kannst hier Wagen, achso, da bekommen wir Wagen dafür. Ja gut, hier steht jetzt keine Menge, aber die Mission macht sich ja auch von alleine. Okay, also wie gesagt, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir die Holzproduktion deutlich ankurbeln. Da bietet sich hier diese Strecke an, denn hier haben wir zum einen noch wirklich die ersten Züge, die alten Züge. Hier haben wir eine Fabrik, wo wir alles hinliefern, also in die Werkzeugfabrik liefern, wo halt wirklich Kohle, Bretter und Eisen, sprich, wenn wir die verbessern, haben wir verschiedene Sachen zur Auswahl, dann können wir die Produktion entsprechend deutlich nochmal erhöhen. Und das klingt ja super. Vorher möchte ich aber die Transportkapazität erhöhen und auch die Ladegeschwindigkeit möchte ich erhöhen. Um die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen, das ist kein Problem, also Lade-, Belade-, Entladegeschwindigkeit, da brauchen wir ja nur den Bahnhof erweitern. Okay, hier müssen wir natürlich erstmal wieder das Gelände absenken, was nicht geht. Also ich hatte jetzt nicht vor, die Gleise wegzureißen. Also manchmal geht es nicht, ne? So, jetzt fahren wir da weg. Okay, dann machen wir das halt so. Okay, damit können wir uns auf jeden Fall
maximal erweitern. Ich glaube, es geht sowieso nur noch das eine. So, das erhöht die Belade- und Entladegeschwindigkeit. Steigert natürlich auch schon mal die Produktion, ist klar. So, dasselbe gilt für den Bahnhof. Den erweitern wir auch einfach mal maximal. So, hier können wir jetzt leider nicht mehr erweitern. Da müssten wir hier viel zu viel umbauen, beziehungsweise hier Gebäude wegreißen. Und Gebäude wegreißen machen wir ganz sicher nicht. So, was kommt als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, tausche ich die beiden Loks aus hier, die unser Holz und die Bretter transportieren. Das Prinzip behalte ich bei. Ist zwar meiner Meinung nach auch nicht ganz optimal. Es wäre besser, wenn wir wirklich getrennte Holzzüge hier hochschicken würden, die die Baumstämme transportieren. Und dann halt nochmal ein extra Zug, der die Bretter hier runterbringt. Lasst uns mal anschauen. Das könnten wir schon machen, verlieren dann aber mehr oder weniger die Fähigkeit, hier zwei Gleise nebeneinander verlaufen zu lassen. Nee, dann lasse ich das so, dann bleibt das so mit den zwei Zügen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn die Züge schneller sind und natürlich auch mehr transportieren können, dass wir halt entsprechend die Effektivität erhöhen und wir endlich mehr Holz bekommen. Dazu werde ich aber zuerst die Strecke verbessern, denn das ist ja noch eine langsame Strecke. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, im Bahnhof das auch zu verbessern. Das geht gar nicht. Nicht genügend Platz. Ja, dann machen wir das halt so, ne? So, ihr müsst jetzt natürlich auch wieder das Holz im Auge behalten. Jetzt. Denn auch das verbraucht ja leider wieder Holz. Ja, das geht tatsächlich nicht, ne? Ja gut, lassen wir jetzt so, der Zug bremst hier ja eh schon ab. So, die Zwischenstücke auch noch. Das hier brauchen wir nicht verbessern, dafür haben die Züge nur ganz selten lang. So, wie gesagt, konzentrieren wir uns erstmal auf die Holzstrecke. So, den schicken wir gleich zum Lokschuppen. Und den auch gleich zum Lokschuppen. So, und dann schauen wir uns mal an. Wie gesagt, Öl produzieren wir genug, das heißt, wir werden diese Loks nehmen. Ich glaube, das ist noch mit die erste Lok, die wir hatten, ne? So, da verkaufen wir den ganzen Schrapel hier. Gab auch keine weiteren Rohstoffe, ist halt einfach zu schlecht, ne? So, wir nehmen wieder die EMD F3, weil schlichtweg super Geschwindigkeit und kann viel transportieren. So, Wagen, wir brauchen Holz, ist klar. Dafür brauchen wir dann natürlich wieder auch wieder Holz, super. So, und dann brauchen wir Bretter. Jetzt haben wir wie viel Kapazität? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. 55 mal Holz. 2/3 als Bretter. 50 Tonnen kann das Ding laden. Ist ja krank. So. 55. 30. Würde ich erstmal so lassen. Und wir schauen uns die ganze Sache an, wie es dann läuft. So, zuerst natürlich hier runter. Holz laden. Bretter laden. Und Bretter entladen. So, dann können wir den losschicken. So, die zweite Lok wollte jetzt nicht zum... Okay, fährt jetzt zum Lokschuppen. Okay, der Zug ist jetzt ein bisschen länger. Ich
gehe mal davon aus, dass es hier schon noch reinpasst, so wie es jetzt, so wie es jetzt ist in der Konstellation. Wenn nicht, ist es natürlich blöd. Okay, passt zwar rein, aber beim Entladen wird hier die Strecke blockiert. Das heißt, wir werden hier auch die Gleise noch umbauen müssen. So, dann hier dasselbe Spiel. Wir verkaufen das alles wieder. Ach hey, was mache ich denn? Und ersetzen das durch unsere Megalok, ne? So, das hoffe ich, es reicht. Ja. So, dann können wir den auch schon mal losschicken. Und dann, wie gesagt, müssen wir die Strecke noch mal ein bisschen verbessern. Obwohl, Moment, ich mach mal Pause, sonst fährt uns der nächste Zug ja auch wieder in die Quere. Ja, wenn man sowas dann umbauen muss, dann reißt man echt immer viel ab. Das ist ungünstig. Ne, genau so wollen wir es ja nicht haben. Okay, das brauchen wir auch nicht verbessern. Jetzt natürlich gleich wieder die Signale platzieren. Und hier brauchen wir sie auch. Platzieren wir aber dort. So gut, können wir die Zeit weiterlaufen lassen. Jetzt sollte es auf jeden Fall passen. So, was wir jetzt natürlich machen müssen. Jetzt haben wir die Transportkapazität und die Transportgeschwindigkeit quasi deutlich erhöht. Jetzt müssen wir natürlich auch die Baumstammproduktion erhöhen. Jetzt wollte ich gerade sagen, warum liegen hier keine Baumstämme drauf? Ja, warum nicht, ne? Ist klar. So, schauen wir uns das nochmal an. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich passen. Wenn der hier anhält. Ja, gerade so. Es könnte tatsächlich knapp werden. Müssen wir uns da mal anschauen. Gut, notfalls muss ich den Bahnhof quasi nochmal ein ganz kleines Stückchen nach hier hinten verschieben. Super. Okay, es geht nicht. Das muss dann gleich lang sein. Okay, dann muss es schlichtweg hinhauen. So, noch haben wir hier genügend Holz. Aber wie gesagt, das wird sich ändern. So, ich hoffe, dass der jetzt hier nicht die ganze Zeit wartet, bis er mit Holz, mit Brettern dann vollgeladen ist. Der Zug ist schon... Oh, oh. Okay, dann haben wir das nächste Problem. Sprich, der Zug kann hier nicht wenden. Schaut, jetzt muss der hier erst wieder reinfahren. Ach nee, es klappt. Ja gut, der Zug kommt ja auf dem Gleis. Bleibt er natürlich auf dem Gleis. Wenn er so rumgefahren wäre, wäre es nicht gegangen. Na okay. Ne, es warten keine zwei Züge im Depot, die sind verkauft. So, beladen ist. Ja, jetzt muss der hier da wahrscheinlich ganz kurz warten, bis der hier durch ist. Noch haben wir, wie gesagt, genug Holz, aber ich werde es schon mal verbessern. Wir können noch mal ein Holzlager errichten. Mehr können wir gar nicht machen. Okay, das kostet Kohle, dann spielt es eh keine Rolle. Okay, da passt nicht hin. Hup. Wieso passt es da nicht hin? So. Okay, mehr Holz können wir hier nicht produzieren. Sprich,
spricht, es sollte auf jeden Fall ausreichend sein. So, als nächstes müssen wir natürlich hier die Holzverarbeitung beschleunigen im Sägewerk. So, dann können wir hier eine Herberge errichten, dann erhöhen wir es um 1. Sprich, plus 50%, das könnte sogar schon ausreichen. Und wir müssen nur Holz dafür kaufen. Wir bezahlen das mit Holz. 2,3 Bretter. Okay, die anderen Sachen können wir uns dann nicht mehr leisten. Na, auf jeden Fall haben wir die Produktionskapazität schon mal erhöht, ne? So, und hier können wir natürlich auch noch schauen, dass wir das verbessern. Hier lohnt sich sogar gleich mehrfach, denn hier liefern wir ja Kohle, Eisen und Bretter hin. Sprich, wenn wir das hier erhöhen, verdienen wir an allem. Da macht meiner Meinung nach als erstes eigentlich wirklich Sinn, das Lagerhaus zu errichten, auch wenn das mit 8 Eisentokens, Moment, ich stelle mir die Zeit einfach ein bisschen schneller ein hier. Auch wenn das mit 80 Eisentokens recht teuer ist. Weil das erhöht die ganze Sache im Verhältnis 1 zu 1. Wenn du zum Beispiel schaut, wir tauschen hier 3x Eisen. Das ist ja schön, es passt. 3x Eisen gegen einen Eisentoken ein. Und hier ein Eisen gegen einen Eisentoken. Das ist super. Das löst natürlich auch gleich unser Problem mit dem Eisen. Ne? Sprich, das werden wir auf jeden Fall gleich als nächstes machen. Dann können wir uns noch hier unten anschauen. Hier liefern wir ja auch relativ viel Eisen hin. Da können wir zum Beispiel dahergehen. Landwirtschaftliche Geräte kostet 120 Kohle. Kohle haben wir genug. Wir haben jetzt 3 zu 1. Und wir verbessern das jetzt einfach mal. Das sieht so rum besser aus. Und jetzt haben wir 8 zu 3. Ja, okay. So stark verbessert hat sie es nicht. Es hat sich verbessert. Ja, wie gesagt, vorher hatten wir 3 zu 1. Jetzt haben wir 8 zu 3. Wenn wir die 1 mal 3 rechnen würden, hätten wir halt vorher 9 zu 3 gehabt und jetzt haben wir 8 zu 3. Also eine minimale Verbesserung. Lohnt sich nicht wirklich. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja auch erstmal hier drauf konzentrieren. So, jetzt kommen hier auch endlich volle Holzwaggons an. Na, noch nicht ganz. So, wie viel Eisen braucht man hier? 80. Ja, okay, die haben wir fast. Gleich. Okay, haben wir. Sehr schön. So, meiner Meinung nach... Die beste Verbesserung war wirklich, das Verhältnis ist super. Ist besser als in allen anderen Sachen. So, damit haben wir Eisenproduktion hier verdoppelt. Und die Holzproduktion immerhin plus 50%. So, Möbelwerkstatt. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das Verhältnis schlechter ist. Schaut. Ne, es wäre genau gleich. Da hier aber nichts übrig bleibt, bis das neue Holz kommt, braucht man das auch nicht weiter erweitern. Dasselbe gilt für Kohle, das brauchen wir auch nicht. Also belassen wir das bei dieser Erweiterung. Also hier muss man halt tatsächlich so ein bisschen rechnen, ne? Wie gesagt, die Erweiterung müssen wir wirklich dann bauen, wenn das die Rohstoffe, die ihr abliefert, wenn die nicht schnell genug verarbeitet werden können. Sprich, wenn hier der Lagerbestand sich immer weiter erhöht, ohne dass es verbraucht wird. Aber das ist noch nicht der Fall, brauchen wir also nicht machen. So, dann haben wir hier die Holzproduktion auf jeden Fall schon mal erhöht. Deutlich erhöht. Dasselbe können wir jetzt hier unten auch noch machen. Denn auch hier haben wir ja noch alte, langsame Züge. Ohne, dass wir die Fabriken verbessert haben.
Die ganze Signal hier könnten wir uns eigentlich sparen, hier fährt eh nur ein Zug, ne? Gut, ich werde also das hier auch entsprechend verbessern. Oh, schaut mal, weil ich gerade sagen, hier habe ich gar kein Signal gemacht. So, den Bahnhof können wir nicht mehr erweitern. Aber das ist hier auch nicht unbedingt notwendig. So, Kohle ist nicht so wichtig. Das heißt, ich lasse den Zug hier einfach mal ein bisschen buddeln. Wir konzentrieren uns wieder auf das Holz. Das heißt jetzt hier erstmal natürlich wieder Züge verkaufen. Moment, wir können die billigen Gleise nehmen. So, zum Lokschuppen plus Wenden. Okay, er macht's auch. So, und der kommt auch zum Lokschuppen. Okay, super, das wird da nichts. Ach, Micha. So, jetzt wird ein Schuh draus. Aber ich werde es hier beibehalten, dass wir schlichtweg bei 2 Zügen bleiben, weil ja die Strecke doch echt recht lang ist. Und hier heißt es dann wirklich Power, ne? Da müssen wir schauen, was können wir jetzt hier, was wir hier noch verbessern können. Also wir können immerhin noch die Försterei machen. Plus 2x Holz. Vielleicht sollten wir erstmal doch nur eine Lok hier unten machen. Na, wenigstens haben wir genügend Öl, ne? So, Waggons, Bretter. Können wir hier nur für Holz kaufen? Wir haben die erweiterte Technologie hier nicht. Aber ich möchte es nicht zu lang machen. Wo stand jetzt hier die Länge des Zuges? Steht nichts. Die Gesamtlänge steht da nicht. Also wir haben 5 Hänger. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir halt mal 7, ne? So, Bretter von hier nach hier unten. Und starten. So, komm mein Kleiner, jetzt beeilst du dich hier mal ein bisschen. Ach, ne. Nein. Ja, das lag an dem Signal jetzt hier, ne? So, dann kommt der auch weg. Und wir ersetzen ihn. Auch durch 7 mal Holzwaggons und schauen uns die ganze Sache dann mal an. So, ich mache, das geht wieder nicht weg. Ach, ohne Worte. So, dann können wir hier die Strecke gleich verbessern. So, dasselbe müssen wir natürlich hier auch noch machen. Moment, wo fährt er lang? Ich weiß noch nicht, ob ich hier bei einem Zug bleibe. Er fährt unten lang.
Und dann hier vermutlich auch unten lang. Weil ist ja jeweils, also hier ist es ja der längere Weg. Wie gesagt, Bahnhof mache ich jetzt die Geschwindigkeit nicht höher. Er ist klar. Also sollten wir noch einen zweiten Zug fahren lassen, müssen wir das ja auch umbauen. Seht ihr ja, ne? Der Zug ist zu lang. Aber wie gesagt, das möchte ich mir kapazitätstechnisch erstmal anschauen. So, wie gesagt, es kann sein, dass wir hier nochmal erweitern müssen und hier nochmal erweitern müssen. Ja, es ist gleich deutlich schneller, ne? Okay, also ihr seht schon, hier können wir echt draufpacken, was geht. Aber das ist leider nicht mehr viel. So, 75 Holz, die haben wir ja nur inzwischen, das ist kein Problem. So, 3,1, auch das wird nicht ausreichen, um den Zug komplett auszulasten. Jetzt ist halt nur interessant, ob die eine Lok hier ausreichend ist oder ob man die noch eine zweite fahren lassen müssen oder ob man sie einfach, ja, ich sag mal, noch zwei Waggons hinten dranhängen, ne? Also in der Spielgeschwindigkeit geht das echt schnell. Okay, jetzt sind wir noch 31 von 49. Wir hatten beim letzten Abfahren hier noch Holz drin. Ja, also ich schicke den jetzt nicht zurück ins Lager und verkaufe hier Waggons, ne? Aber die schnelleren Loks machen es natürlich auch wieder rentabel, weitere Entfernungen zu verwenden, ne? So, jetzt seht ihr hier schon, hier wird kein weiterer Zug notwendig sein. Ach ey, 29 für 49. Ha! Da könnte man so noch daher gehen und hier oben noch Holz herholen oder so, ne? Von hier so zum Beispiel. Okay, jetzt ist aber weitem nicht komplett ausgelastet. So, jetzt schauen wir hier die Bretterproduktion an. Wann kommt der Zug wieder? Die Bretterproduktion können wir meines Erachtens nach schon noch erhöhen. Denn ich denke mal, es läuft darauf hinaus, dass ich hier noch von einem weiteren, also noch weiteren Holzzug fahren lasse. Wobei es erstmal nicht so wichtig ist. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch mache, ist hier auch noch mal eine Verbesserung. Okay, die können wir uns gerade nicht leisten. Dauert aber nicht lang. Es wurden schon drei Züge in Depots. angeblich. Na, immerhin sind es 33. So, dann können wir uns hier die Verbesserung auch leisten. So, wie gesagt, die anderen Sachen lassen wir. So, ich denke mal, jetzt haben wir die ganze Sache ganz gut verbessert. Wie gesagt, hier laufen wir unter Kapazität. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch Holz rein. Sprich, ich werde von diesem Wald noch eine Verbindung hierher errichten. Den Zug lassen wir dann auch hier anhalten, würde ich mal stumpf sagen. Wir können das zwar noch mal erweitern, aber das ist ungünstig. Weil ich dann hier wahrscheinlich nicht mehr in den Tunnel reinkomme. Und den Tunnel brauche ich nicht um, ne? Na kommt. Das Video ist zwar schon fortgeschritten, aber das ist ja kein Problem. So, Bahnhof platzieren wir natürlich so, dass wir hier den Berg nicht mehr mitnehmen. Wo genau müssen wir hin? Da müssen wir hin.
Schaffen wir. So, maximale Länge, denn hier wird der Zug auf jeden Fall benötigt. Mit dieser Transportkapazität. Nee, das wird nix. Doch, das geht schon. So, dann platzieren wir gleich ein Signal. Und zwar folgendermaßen. Hier plus hier. Okay, das kann hier zu Problemen führen. Aber nur so lange, wie hier ein Zug rausfährt. Und das wird ja nur einmal passieren. So, jetzt können wir uns die Lok natürlich nicht leisten, weil wir nicht genügend Eisentokens haben. Aber auch da haben wir ja die Produktion schon erhöht, ne? So. Und wir brauchen wieder Holzwaggons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viele waren es hier? Waren es 5? Ne, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 plus 3. Naja. Wird schon klappen. So, mal jetzt kurz Pause. So, genau. In Baumodus zurück, ne? So, da kann er 70 Holz transportieren. Über 10.000 Geld. Yeah! So, er wird doch reinpassen. Ja. Wäre vielleicht sogar noch ein weiterer. Hm. So, jetzt müssen wir uns natürlich noch ganz kurz anschauen, was hier... Ach, herrje. Oh Gott. Ja, klatschen wir die Baumschule hierher. Die Fürsterei und das Holzlager. So, sollte ausreichend sein. So, also jetzt haben wir hier auf jeden Fall genügend Bretter. Das heißt, hier werden wir entsprechend auf jeden Fall einen weiteren Holzzug brauchen. Aber schauen wir uns dann erstmal an. So, aber das wird dann was für die nächste Folge werden. Da schauen wir uns dann auch erstmal nochmal die ganzen Aufträge hier an, die wir hier haben. Nimm deine Belohnung entgegen. Ach, du kannst die Wagen hier im Belohnung Depot einsammeln. Ach so, Moment. Wagen. Ach, hier ist die BR3 und hier ist der da. Der kann Eisen transportieren. Okay, cool. Ja, also wie gesagt, ich beende das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den nächsten Teil verlinke ich wie immer oben rechts. In der Videobeschreibung gibt es die Playlist für alle, die den Teil verpasst haben und ihn unbedingt anschauen wollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, bis zum nächsten Video.